So. Ja, auch von mir aus einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank an das Musikteam für die erbauenden Worte, die sehr wertvoll sind und sehr gewählt sind. Danke dafür und danke auch für die Gebete. Wenn man längere Zeit mal nicht am Gottesdienst, insbesondere durch Krankheit, teilnehmen konnte, dann hat man eine größere Wertschätzung für die Gebete, die auch ihr heute Morgen gesprochen habt. Denn wenn es der Seele nicht gut geht, geht es dem Körper oft nicht gut, aber umgekehrt, wenn es dem Körper nicht gut geht, hat es auch Einfluss auf die Seele und es ist wichtig für die, die schwach sind, zu beten und ja, danke dafür. Livestream ist gut, beim Gottesdienst dabei sein ist besser. Wir sind im Lukas-Evangelium und haben ein weiteres Gleichnis vor uns. Lukas Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Und während ihr aufschlagt, vielleicht ein paar einführende Worte. Dieses Gleichnis ist relativ lang, recht umfangreich, sehr detailreich. Aber der Herr Jesus erklärt es nicht. Ja. Und ihr wisst, dass es die wichtigste Absicht und Verantwortung eines Predigers ist, die Absicht des Auslegers, des Autors anzugeben, also in diesem Fall vom Herrn Jesus selbst. Und weil der Herr Jesus dieses längere Gleichnis nicht erklärt, ist der Kontext immer wichtig, aber hier besonders wichtig. Und damit wir den Kontext verstehen, denke ich, ist es gut, dass wir einige Fragen an den Text stellen, ja, den wir hier von Vers 15 aus lesen. Und diese Fragen sind bewusst gewählt, weil ich in der Vorbereitung auch den vielleicht einen oder anderen Fehler gemacht habe und ich möchte euch helfen, einfach nicht den gleichen Fehler zu machen. Eine Frage, die wir uns stellen sollten, ist, zu welchem Zeitpunkt redet der Herr Jesus dieses Gleichnis hier in Lukas 14? Eine andere Frage kann lauten, wo befindet er sich in dem Moment, wo er dieses Gleichnis weitergibt? Eine weitere wichtige Frage ist, zu wem redet er in dem Moment dieses Gleichnis? Eine weitere Frage, die uns helfen kann, das Gleichnis besser in den Kontext einzuordnen, ist, was ist denn gerade vorher passiert? Das ist ja offensichtlich, wenn man nach dem Kontext fragt. Was war der Anlass? Was hat denn Herrn Jesus veranlasst zu diesem Gleichnis? Und noch eine letzte Frage, und mit der beginnen wir dann. Gibt es denn Parallelstellen? Ja, wir haben drei Evangelien, wie ein mehr geschliffener Diamant, die aus verschiedenen Richtungen das Leben Jesu, das Sterben Jesu, die Auferstehung Jesu beschreiben. Und es kann durchaus hilfreich sein, auch Parallelstellen zu einem Gleichnis anzuschauen. Genau diese Fragen wollen wir als Einleitung zu dieser Predigt durchgehen. Es sind eigentlich drei Teile in dieser Predigt. Der erste Teil wird sein, ich möchte mit euch gemeinsam erarbeiten, wie man zur Bedeutung dieses Gleichnisses kommt. Weil Gleichnisse sind manchmal wirklich schwer zu verstehen, aber noch schlimmer, Gleichnisse bieten Leiter euch und uns, Auslegern, die Gelegenheit, den größten Blödsinn zu verzapfen. Ich wähle mal ein paar Kraftworte, um das deutlich zu machen. Ja, du kannst nämlich mit einem, es ist ja schon eine Allegorie, ein Gleichnis ist ja eine Allegorie. Und wenn ich mir dann meine Bedeutungen zu jedem einzelnen Detail dieser Allegorie auslege, dann kann das sehr unterhaltsam sein. Viele können vielleicht auch sehr begeistert sein, aber der Herr ist enttäuscht, wenn nicht sogar zornig, hat keine Ehre davon, weil wir sein Wort verdrehen, weil wir sein Wort missbrauchen. Auch der Ausleger und ihr in der Stille, ihr habt eine Verantwortung, wirklich die Absicht des Herrn Jesus mit diesem Gleichnis zu verstehen. Und deswegen haben wir drei Teile heute. Als erstes wollen wir zusammen erarbeiten, wie man zu der Bedeutung des Gleichnisses kommt. Als zweites die Auslegung, die Interpretation, das ist gar nicht so schwer dann. Das fällt praktisch von alleine an seinen Platz, wenn man es gut verstanden hat. Und der dritte Teil natürlich auch eine Anwendung. Ich lese den Text, Kapitel 14, Abvers 15. Und dann beten wir noch zusammen und schauen uns erstmal diese Fragen an, um den Kontext zu erarbeiten. Lukas 14, Abvers 15. Als aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber, der Herr Jesus, sprach zu ihm,
Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Lass uns noch kurz stille werden. Herr Jesus Christus, es ist dein Wort und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir zu jeder Zeit das Vorrecht haben, dein Wort aufzuschlagen, darin zu lesen und ja, du willst durch dein Wort reden, du redest durch dein Wort. Hilf uns, dass ich dein Wort in gerade Richtung schneide, dass wir dein Wort verstehen, aber dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind. Zu deiner Ehre. Amen. Überschrieben habe ich die Predigt mit dem Titel Selbstgerechtigkeit hat fatale Folgen. Zu der ersten Frage, gibt es Parallelstellen in den Evangelien, die uns weiteren Aufschluss zu dem Text geben? Und ja, es gibt eine Parallelstelle. Ich weiß nicht, ob eure Bibel auch Anmerkungen hat. Bei mir ist das in den Überschriften versehen. Da wird eine Parallelstelle angegeben aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Und es ist nicht unbedingt eine Bedingung, dass man zur Auslegung auch die Parallelstellen hinzuzieht. Wenn wir sagen würden, es ist eine Bedingung, du musst das tun, dann wäre das eigentlich schon der Anfang von Bibelkritik. Denn dann würden wir sagen, der Text, den der Herr Jesus hier oder Lukas durch den Heiligen Geist hat aufschreiben lassen, wäre für sich selbst genommen nicht mehr Autorität genug. Jedes Wort Gottes hat für sich selbst Autorität. Aber natürlich, wenn das gleiche Ereignis zweimal beschrieben wird, dann kann es sehr hilfreich sein, auch die Parallelstellen aufzuweisen. Wenn wir uns die Parallelstelle, wir haben aus Zeitgründen, machen wir das nicht, wir lesen jetzt nicht Matthäus 22, aber wenn wir uns die Parallelstelle anschauen, ja, dann finden wir in der Tat einige Parallelen. Es geht auch um den Gastmahl, es werden auch Leute eingeladen, die Einladungen laufen schief, es werden andere eingeladen. Aber wir finden auch zahlreiche Unterschiede. In Matthäus 22 lädt ein König ein mit seinem Sohn, hier lädt ein Mensch ein. In Matthäus 22 werden Knechte gesandt, hier wird ein Knecht gesandt. In Matthäus 22 werden sie zweimal gesandt, hier werden sie dreimal gesandt. In Matthäus 22 wird der König nicht nur zornig, sondern er tötet diejenigen, die diese Ausreden von sich gegeben haben und steckt ihre Stadt in Brand. Das finden wir hier in Lukas nicht. Er wird zornig und wendet die Einladung anderen Menschen zu. Der König außerdem in Matthäus 22 sieht bei dem Gastmahl noch jemanden mit einem nicht standesgemäßen Kleid. Ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Gleichnis. Und das finden wir hier überhaupt nicht. Und dieser Mann, der dieses Kleid nicht trägt, wird in die Finsternis geworfen, wo Zähne klappern ist. Das finden wir hier auch nicht. Und zum Schluss, es wird kein besonderer Anlass genannt in Matthäus 22 zu dem Gleichnis. Ja, da gibt es nichts, was uns vorher oder nachher besonderen Aufschluss gibt. Hier ist es ganz anders. Lukas bezeichnet klar den Ort, werden wir sehen, klar die Menschen, zu denen der Herr Jesus redet, auch den Anlass, ist ja eine Essenseinladung, sehen wir gleich, und auch den Adressaten, an wen er hier redet. Und deswegen, weil es so deutliche Unterschiede gibt zu dem anderen Gleichnis, werden wir jetzt nicht alles zusammenbringen und sagen, also ihr müsst das und das alles zusammen verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass der Herr Jesus in Matthäus 22 einen anderen Schwerpunkt gelegt hat. Und deswegen, das Wort Gottes redet für sich selbst und dieses Gleichnis hier in Lukas 14 ist genug. Die zweite Frage, wo befindet sich der Herr Jesus
als er dieses Gleichnis weitergibt. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Er kann gerade auf dem Weg sein, er trifft jemanden, er redet vor einer Volksmenge, vielleicht predigt er gerade, ist er an einem See, ist er auf einem Berg. Wo befindet sich der Herr Jesus, als er dieses Gleichnis redet? Und das war schon der erste Kardinalfehler, den ich begangen habe, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Wenn ich weiß, und das ist schön bei uns in der Gemeinde, dass man also frühzeitig vorher seinen Text schon kennt als Prediger, dann kann man zum Beispiel anfangen, in der Stille, in der stillen Zeit auch ab und zu schon mal diesen Text zu lesen. Ja, außerdem ist es ein Luxus, nicht stundenlang darüber grübeln zu müssen, welches Wort soll ich denn jetzt predigen. Also danke Stefan, danke Martin für diese Zuteilung. So, aber dann habe ich einfach in der Stille diese 10 Verse gelesen. Nur diese 10 Verse. Und dann habe ich einen zweiten Fehler gemacht. Ich habe dann schon angefangen zu überlegen, was bedeutet das denn? Weil es ist, das ist euch aufgefallen, echt ein drastischer Text mit einer drastischen Warnung am Ende. Ich lese euch nochmal Vers 24, denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die ich eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Das ist eine drastische Warnung. Und ich habe schon gleich mir Fragen gestellt, boah, so eine harte Warnung, was hat uns das zu sagen? Aber ich habe mich nicht um den Kontext gekümmert und ich kam nicht wirklich voran und ja, das wissen alle, die am Wort dienen, wenn ihr einen Text auszulegen habt und ihr habt die ganze Zeit so das Gefühl, ach, meine Gedanken, das passt irgendwie nicht alles so ganz, es ist nicht richtig rund, dann sage ich euch und wahrscheinlich auch die anderen aus Erfahrung, lass es sein, du bist noch nicht da, wo es ist, um wirklich dieses Wort zu predigen. Wenn man den Text gut verstanden hat, dann muss man ihn nicht biegen oder verbiegen, dann redet er buchstäblich für sich selbst. Also nochmal die Frage, wo befindet sich der Jesus, als er dieses Gleichnis redet? Schaut mal, im Vers 15, am Anfang von dem Gleichnis heißt es doch, als aber einer von denen, die mit dem Herrn Jesus zu Tisch lagen. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Also der Herr Jesus befindet sich an einem Tisch, an einem Essenstisch und der, zu dem er redet oder hier antwortet, befindet sich mit ihm an dem Tisch. Und dann gehen wir einfach in Schritt zurück. Vers 12 zum Beispiel, es sprach aber auch er, also der Herr Jesus sprach auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Also wir haben an dem Tisch nicht nur diesen Mann, zu dem er da gerade redet, als offensichtlich eine Antwort, sondern es gibt auch an diesem Gastmahl den Gastgeber. Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück, ich will nicht den ganzen Abschnitt mit euch lesen, Vers 7, er sprach aber auch zu den Eingeladenen. Also wir haben einen Mann, zu dem er antwortet, wir haben einen Gastgeber, der befindet sich auch am Tisch und es sind noch mehrere Eingeladene da. Und jetzt wissen wir immer noch nicht genau, wo wir sind und was passiert. Natürlich, die Predigt ist nicht die erste. Wir haben, glaube ich, Stefan, hast du den Text schon gepredigt? Ja, was zum Kontext gehört, oder ich weiß nicht, wer ab Vers 1 gepredigt hat. Auf jeden Fall gehen wir weiter zurück, Vers 3. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und zu den Pharisäern. Aha, also das ist die Gruppe, mit der sich der Herr Jesus zu Tisch befindet. Das sind nicht irgendwelche Leute, das sind keine Behinderten oder Lahm oder Kranke, ja, das sind auch keine aus den Nationen oder Halbjuden, die Samariter, es ist die religiöse Elite des Volkes Israel, die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten. Und wer hat eingeladen? Nicht irgendjemand, sondern der Oberste der Pharisäer. Das ist das Setup sozusagen. Ja, die sitzen oder liegen, damals war es üblich zu liegen, die liegen zu Tisch. Der Oberste der Pharisäer hat eingeladen, hat seine ganzen Pharisäerkollegen mit eingeladen und noch den Herrn Jesus dazu. Und in diesem Kontext kommt es zu einem längeren Austausch, ja, und der Herr Jesus antwortet hier, da kommen wir dann gleich drauf, auf etwas, was er im Vers 14 gehört hat. Zu wem redet er dieses Gleichnis? Und jetzt gehen wir einfach nochmal rückwärts kurz durch diese Begebenheit. Es beginnt ja offensichtlich, der Kontext beginnt im Vers 1 von Kapitel 14. Zu wem redet er dieses Gleichnis? Und meines Erachtens ist diese Frage die alles entscheidende Frage, um das Gleichnis richtig einzuordnen und keinen Unsinn als Ausleger mit dieser Allegorie anzustellen. Zu wem redet er? Das ist der Schlüssel.
Offensichtlich ist der Jesus von dem Obersten der Pharisäer zum Essen eingeladen worden. Es sind viele weitere dabei, aber das sind diese Kollegen von dem Obersten. Und der Herr Jesus, also es sind viele weitere Obersten der Pharisäer dabei, nämlich andere Pharisäer und Gesetzesgelehrten, das sehen wir im Vers 3. Und der Herr Jesus redet hier zunächst ein Gleichnis zu den Eingeladenen, die mit eingeladen waren, weil er beobachtet was an ihrem Verhalten. Ja, die setzen sich nicht ganz demütig ans Ende der Tafel, sondern als die kommen, setzen sie sich alle ganz vorne hin. Die wollen alle die Ersten sein. Und er konfrontiert das mit einem Gleichnis und sagt, hey, wenn ihr einen Gast mal habt, macht das nicht so. Setz dich lieber unten hin und dann ist gut so, wenn du mehr nach oben gebeten wirst. Aber es ist super peinlich, wenn deine Selbstsucht, deinen Stolz offenbar werden muss, weil der Gastgeber dich woanders hin komplimentieren muss, weil ein edlerer als du angekommen ist. Also er redet zu ihnen in einem Gleichnis, um sie zurechtzubringen. Und dann wendet er sich ab Vers 7, dann wendet er sich auch dem Gastgeber zu. Er sprach aber zu den Vers 7 ist zu den Eingeladenen und dann Vers 12 wendet er sich dem Gastgeber zu. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hat. Ja, auch für ihn hat er ein Wort. Und er muss wieder was liebevoll durch eine Allegorie deutlich machen. Guck mal, wen du eingeladen hast. Guck dich mal um, wer hier mit mir zu Tisch liegt. Weißt du, was das sind? Alles deine Freunde, alles deine Buddies, alle, mit denen du gut zurechtkommst, alle, die deine Sprache sprechen, alle, die in deine Richtung laufen, mit denen du wunderbar zurechtkommst. Das ist nichts Besonderes. Von denen kriegst du vielleicht noch einiges zurück. Ja? Die wählen dich dann bei der nächsten Abstimmung oder sind für dich. Das ist nichts Besonderes. Wenn du wirklich selbstlos wärst, prüf dein Motiv, prüf dein Herz. Ja, wenn du wirklich demütig wärst, wenn du dir wirklich was bei Gott verdienen willst, was ja die Pharisäer glaubten, ich komme schon ein bisschen weiter in den Kontext, dann lad doch ganz andere Menschen ein. Dann lad die ein, die dir nichts zurückgeben können. Ja, ist schon eine gute Anwendung auch für die Gemeinde, aber das ist nicht unser Text. Den Text hatten wir ja schon. Also er redet zu diesen Pharisäerkollegen. Also er weist sie zweimal liebevoll zurecht, sowohl den Gastgeber als auch diese ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das Verhältnis, das wisst ihr ja, das war kein gutes. Der Bruch war schon längst vollzogen. Sie hatten in ihrem Herzen beschlossen, den Herrn Jesus zu töten. Und der Anlass für dieses Gastmahl war, ihn zu versuchen. Ja, ihr erinnert euch sicher noch an die erste Predigt, Vers 1 bis Vers 6. Sie haben ihn versucht, er sollte doch am Sabbat heilen, was ja nach ihren Geboten völlig verboten war. Und dann hätten sie was, um ihn zu verklagen. Also, es war einer, und jetzt kommen wir zum Ende, zum Vers 14, und da heißt es, vom Herrn Jesus und glückselig zu dem Gastgeber wirst du sein, weil sie, diese Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden, nichts haben, um es dir zu vergelten. Dann wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wir werden zu dem Ausdruck noch kommen, das ist wichtig. Aber der Herr Jesus stimmt jetzt hier ein Thema an. Ja, du wirst eine Vergeltung kriegen, aber nicht vielleicht im Diesseits, sondern im Jenseits, bei der Auferstehung der Gerechten. Und jetzt heißt es, als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird, im Reich Gottes. Er greift dieses Thema auf. Und dann sagte Herr Jesus, er aber sprach zu ihm, der das gesagt hat, ein Mensch macht ein großes Gastmahl und so weiter. Also, dieses Gleichnis ist eine direkte Antwort an einen der Eingeladenen, der da was gesagt hat, der gesagt hat, ja, so eine Seligpreisung, glückselig werden die sein, die in der Auferstehung bei diesem Gastmahl mit dem Herrn essen werden. Das ist der Hintergrund, vor dem der Herr Jesus dieses Gleichnis gibt. Und dieser Hintergrund zeigt euch die Stimmung, die gerade im Raum ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erfassen. Schaut mal, am Anfang, das ist der Anfang dieses Essens. Ja, wenn wir denken, oh, das ist ein schönes Essen, dann ist das meistens sehr harmonisch. Ja, du lädst deine Freunde ein, ist alles schön, du hast eine gute Zeit mit denen, isst gut, trinkst gut, hast einen schönen Abend. Das war ja gar nicht der Anlass. Sie laden
diese ganzen Zeugen mit ein, der Oberste lädt seine ganzen Buddies mit ein als Zeugen, um den Herrn Jesus zu versuchen. Ja, auf frischer Tat hat er ja am Sabbat etwas Verbotenes getan. Er hat einen wassersüchtigen Mann geheilt, um ihn dann rechtmäßig verklagen zu können. Aber das war ihre Selbstgerechtigkeit, die den Herrn Jesus hier verklagt hat. Warum? Weil diese ganzen Regeln, die sie aufgestellt hatten, auch dass man am Sabbat nicht heilen durfte, das ist nicht aus dem mosaischen Gesetz, das ist nicht aus dem Gesetz des Vaters, es ist nicht aus Vaters Buch, das ist aus ihrem Buch, das ist aus ihren Gedanken, aus ihren selbstgerechten Motiven haben sie das Volk drangsaliert mit unendlich vielen Regeln, haben die aufgestellt, sie haben so getan, sie haben sie ja selber nicht gehalten, das hat ihnen der Herr Jesus auch gezeigt, aber sie dachten in ihrer Selbstüberschätzung, wir halten das alles, ja, total selbstgerecht, und der Herr Jesus muss sie zurechtweisen. Und wir sehen das nicht hier im Kapitel 14, aber in Matthäus 12, da heißt es von dieser Heilung des Wassersüchtigen, da lesen wir sogar, dass die Pharisäer in dem Moment in ihrem Herzen danach trachteten, ihn zu töten, weil er nicht mitgemacht hat. Er hat nicht mitgemacht bei ihrer Selbstbeweihräucherung, bei ihrer Selbstgerechtigkeit. Sie sind ja so fein, sie machen alles richtig, sie haben sich doch einen goldenen Platz an diesem Ehrenmahl in der Auferstehung der Heiligen dann, in der Ewigkeit, sie haben sich doch den verdient. Das ist das Setup. Da ist richtig Spannung in der Luft. Das ist kein normales Essen, sondern wie gesagt, im Herzen trachteten sie danach, ihn zu töten. Kommen wir zu diesem großen Festmahl, ja, zu diesem Ausdruck. In Vers 14 sagt doch dieser sagt doch der Herr Jesus, er stimmt eigentlich dieses Thema an. Glückselig wirst du sein, ja, du Gastgeber, wenn du die Armen und die Lahmen und die Krüppel und die Blinden eingeladen hättest, denn die haben nichts, um es dir zu vergelten, und dann wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Bei der Auferstehung zum ewigen Leben. Und das ist ein Konzept, was die Pharisäer sehr gut verstanden haben. Für uns ist das vielleicht jetzt erst ein bisschen fremd gewesen. Der Herr Jesus redet von der Auferstehung der Gerechten. Aber für die Pharisäer war das überhaupt nicht fremd. Ja, wir lesen jetzt den Text nicht unbedingt, aber sie kennen das Konzept aus Jesaja 25. Ihr könnt das selbst mal nachlesen. Da ist eine Prophetie zu dieser Auferstehung der Gerechten, wo es dieses große Mahl von denen geben wird, die nachher in der Ewigkeit beim Herrn sein werden. Hatten die Pharisäer auch nur einen müden Zweifel, da dabei zu sein? Nicht den geringsten. Aber, und das ist die entscheidende Frage, was war die Basis, dass sie glaubten, bei der Auferstehung der Gerechten zu sein? Ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Und das musste der Herr Jesus hier konfrontieren. Die Pharisäer haben ja minutiös alle Regeln, die sie aufgestellt haben und diese Last, die sie diesem Volk auferlegt haben, die nicht aus dem Buch, des Vatersbuch, also aus dem mosaischen Gesetz kam, die haben sie ja minutiös eingehalten. Ja, sie haben die Minze verzehntet, haben alles ganz genau so gemacht, angeblich, wie sie sich eingerichtet haben. Und das, dachten sie, ist ihre Basis, dass sie dann auch bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein dürfen. Und deswegen, und jetzt kommen wir eigentlich erst an unserem Text, das war Vorarbeit, um den Kontext zu verstehen. Und deswegen lesen wir in Vers 15, also aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies, was ist denn das dies? Ja, von der Auferstehung der Gerechten, ja, dass die glückselig sein werden. Als er das gehört hat, dann hat er gesagt, ja, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Toast. Das ist ja ein englischer Ausdruck. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Peter wird mir den Anglizismus noch korrigieren. Es ist ein Toast. Er spricht einen Toast, ja, glückselig für diejenigen, die in bei diesem Reich Gottes essen werden. Und zu wem spricht er diesen Toast? Ja, zu den Anwesenden, zu seinen Pharisäerkollegen. Und was drückt er damit aus? Er will damit sagen, weißt du was? Wir, da gibt es gar keinen Zweifel dran, wir werden bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein. Das ist völlig klar. Du redest von der Auferstehung der Gerechten und ja, wenn man die Armen und Krüppel und die Lahmen und die Blinden einlädt, dann würde man sich da was für verdienen. Nein, wir sind die Glückseligen. Wir werden bei diesem Essen dabei sein. Und jetzt kommt die Antwort von dem Herrn Jesus, ja, auf das, was dieser anwesende Pharisäer als Toastspruch
ausgesprochen hat. Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Da sagte Herr Jesus, er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl. Also mit diesem Gleichnis will der Herr Jesus auf diese Selbsteinschätzung oder gar auf diese Selbstüberschätzung von diesem Pharisäer reagieren. Das heute vor uns liegende Gleichnis ist eine Antwort des Herrn, um diese selbstherrliche Anmaßung dieses Pharisäers bei diesem Essen mal gegenwärtig zu sein, richtig zu stellen. Und mit diesem Gleichnis korrigiert der Herr Jesus diese falsche Vorstellung, diese Selbsttäuschung dieses Pharisäers und seiner Kollegen, dass sie damit rechnen könnten, bei der Auferstehung, bei diesem Gastmahl der Auferstehung, tatsächlich dabei zu sein. Und ihr merkt hoffentlich, das ist jetzt der Höhepunkt dieser Begegnung mit den Pharisäern. Vorher hat er ihnen noch relativ moderate Gleichnisse gegeben, um ihnen zu helfen, sich selbst zu erkennen. Aber jetzt kommt eine sehr, sehr ernste Warnung. Offensichtlich, also kommen wir zu dieser Einladung, zu diesem großen Gastmahl. Dieses große Gastmahl ist, was der Pharisäer anspricht, ist dieses Gastmahl aus Jesaja 25, es ist die Auferstehung. Und der Herr Jesus bedient sich jetzt diesem Bild. Also er nimmt dieses Thema, was gerade im Raum steht, großes Gastmahl, und ich darf nicht diesen Ausdruck gebrauchen, aber mir fällt jetzt kein besserer ein, und strickt daraus dieses Gleichnis. Ja, erzählt ihnen aus diesem Anlass heraus dieses Gleichnis, ja, das ohne weiteres von seinen Zuhörern mit dem großen Gastmahl der Auferstehung verglichen werden konnte. Also, es gibt viele eingeladene Gäste in diesem Gastmahl, und das Besondere ist, alle diese Eingeladenen fangen an, sich zu entschuldigen. Ja, und da gebrauchen sie verschiedene Ausreden. Und es sind übrigens alle ohne Ausnahme, die sich entschuldigen, Vers 18. Der Erste sagt, ach, weißt du was, ich habe gerade ein Stück Feld gekauft, ich kann nicht zu der Hochzeit kommen, und Entschuldigung, zu dem Gastmahl kommen, ich muss dieses Feld erst besehen. Was würdet ihr zu dieser Ausrede sagen? Ja, da wird jemand zu einem Festmahl eingeladen. Offensichtlich war es ein großes Festmahl, denn der da eingeladen hat, lädt viele ein und hat sogar Knechte, die er schicken kann, um diese Männer zu dem Gastmahl jetzt, was bereitet war, einzuladen. Also das war was sehr Ehrenhaftes, das war was Besonderes. Ja? Und ich meine, vielleicht erlaubt mir diesen Vergleich, wenn du in einer großen russlanddeutschen Gemeinde bist, ist es vielleicht nicht unbedingt angenehm, zur 365. Hochzeit eingeladen zu werden, ja, in diesem Jahr. Das verstehe ich ja, nicht wieder eine Hochzeit. Aber normalerweise, es ist ja gar keine Rede davon, dass es eine Hochzeit ist, ja, normalerweise ist es eine Ehre, wenn man zu so einem großen Gastmahl eingeladen wird. Dann geht man gerne hin und dann sagt man doch nicht, ach, weißt du was, ich habe gerade einen Acker gekauft, den muss ich erst besehen. Die war nicht nur absurd, die war auch dumm, diese Ausrede. Ja, wir haben ein paar Geschäftsleute unter uns, bevor du was kaufst, ich war selbst dabei, da schaust du dir das an. Und er ist in der Regel, ja, du nicht, du hast ja 100 Mitarbeiter, die fotografieren das und dokumentieren das, aber in der Regel, selten kauft ihr die Katze im Sack, sagen wir es mal so, oder? Und der sagt, ja, ich habe einen Acker gekauft und jetzt muss ich hin, um den Acker zu besehen. Ja, also es ist absurd und es ist töricht, in jeder Form. Ja. Und die nächste Ausrede ist nicht viel besser. Ja, Bauern haben wir nicht mehr viele unter uns. Ja, ich weiß nicht, ob die Steinackers, die hatten mal Landwirtschaft früher, denke ich, vor 100 Jahren, ich weiß es nicht. Aber ihr versteht das noch, ja, auch nicht? Na, egal. Aber ihr wisst auf jeden Fall sehr gut alle noch, was Vollerwerbsbauern sind. Hier hat einer 5 Joch Ochsen gekauft. Und ähnlich dumm diese Ausrede, er hat sie schon gekauft und jetzt muss er sie erproben. Jetzt muss er ausprobieren, ob sie auch funktionieren. Das ist so ein Quatsch. Ja, es ist so absurd. Der Herr Jesus gibt dieses Gleichnis. Und er wählt die Ausreden. Und er hat einen Grund dafür, warum er solche Absurdität wählt. Ja, und da werden wir später noch drauf kommen. Und die dritte Ausrede ist auch nicht viel besser. Ich habe gerade geheiratet, ich kann nicht kommen. Wirklich. Ja, wenn man gerade in dieser Stimmung ist und hat gerade geheiratet, ja, warum kann man dann nicht mit seiner Neuvermählten zu so einem schönen, rauschenden Fest gehen? Das ist doch ein Vorrecht, dass man seine Frau damit hinnehmen kann. Und außerdem, bei den Israeliten war es üblich, dass man ein Jahr
den Wehrdienst streichen durfte. Ja, man musste gar nicht zum Wehrdienst antreten, also der Kerl hatte auch noch richtig Zeit. Ja, da war das Konzept und tatsächlich im Osagengesetz drin, man sollte sich im ersten Jahr ganz besonders auf seine Ehe konzentrieren. Also der hat Zeit ohne Ende gehabt. Und ich habe das jetzt so gar nicht ausgemalt, sondern geklärt, um klarzumachen, völlig absurd. Und diese Absurdität, ist das richtig, das Wort? Sage ich das richtig? Diese Absurdität, gibt es das? Dieses Wort? Ja. Diese Absurdität wird noch eine wichtige Rolle spielen. Als nächstes passiert dann Folgendes. Und der Knecht kam herbei, Vers 21, und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Also der Gastgeber, er reagiert auf diese absurden Ablehnungen, dass die ganzen eingeladenen Gäste nicht kommen wollen. Und der Herr Jesus sagt dann, dass der Gastgeber sich seinem Knecht zuwendet und schickt ihn ein zweites Mal und sagt, schick bitte und hol die Armen rein, hol die Lahmen rein, die Blinden, die Krüppel. Wenn er hier Armen sagt, dann sind das übrigens die gleichen Armen, die er vorher schon mal in dem anderen Gleichnis erwähnt hat, das ist das gleiche Wort. Oder wenn er Armen sagt, dann ist das das gleiche Wort, was der Herr Jesus auch in der Bergpredigt in Matthäus 5 benutzt. Ja, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist doch gerade unser Thema. Die Pharisäer glauben, sie haben einen Platz im Reich der Himmel. Sie sind sich auch ganz sicher wegen ihrer Selbstgerechtigkeit. Sie haben ja alles minutiös eingehalten, was sie an Regeln selbst aufgestellt haben. Und der Herr Jesus sagt jetzt in dem Gleichnis, okay, dann geh hin und hol die Armen. Hol die nichts zählen, die auch nicht hoch von sich selbst denken. Und lad die zum Mahl ein. Und was machen die? Die kommen. Die kommen tatsächlich. Ja, die geistlich Armen, die kamen zu diesem Festmahl, die kommen zu diesem Festmahl. Die Erklärung von diesem Teil, das fällt ja nicht schwer, das Volk Israel als Ganzes und die religiöse Elite im Besonderen hatte den Herrn Jesus verworfen. So wie diese erst Eingeladenen die Einladung abgelehnt haben. Sie hatten den Herrn Jesus verworfen, sie hatten es verfehlt, ihr Vertrauen allein auf Christus zu setzen, sondern Israel und gerade die religiöse Elite, die vertraute auf ihre eigene Gerechtigkeit und nicht auf dieses Opferlamm am Kreuz von Golgatha. Das ist die Erklärung zu diesem Teil des Gleichnisses. Und jetzt wendet sich der Gastgeber in dem Gleichnis den Armen und den Blinden und den Lahmen und den Krüppeln zu. Und genau das hat Christus auch in Israel getan. Er hat sich denen zugewendet, die geistlich arm sind. Die sind wirklich glückselig. Die werden einen Platz haben. Die von sich selbst sagen, ich habe nicht, was es braucht, um bei diesem Gastmahl in der Auferstehung mal dabei zu sein. Dieser Zöllner, der sich an die Brust geschlagen hat, der noch nicht mal aufsehen wollte, aus Schamgefühl über seine eigene Schuld und kann nur sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Denen wendet sich der Herr Jesus zu. Das ist die Allegorie. Ja? Das sind die Armen, die Lahmen, die Krüppel. Es gab immer einen gläubigen Überrest in Israel. Und die wurden gerufen. Und die sind und kommen auch zum Glauben. Also die erste Gruppe, die Selbstgerechten, kein einziger, ich wiederhole das dann nochmal im Vers 24, kein einziger kommt zu dem Mahl. Aber die von sich selbst wissen, ich brauche Erlösung, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, die kommen. Und darüber freut sich der Herr. Und dann ist immer noch Platz im Haus. Seht ihr das? Als sie dann alle kommen, Vers 22, sagt der Knecht, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Vers 23, und der Herr sprach zu dem Knecht, geh, in Anführungszeichen, in Klammern, das füge ich hinzu, noch einmal hinaus, ein drittes Mal, auf die Wege, seht ihr das? Geh auf die Wege zu den Zäunen und nötige sie. Jetzt soll er auf die Wege gehen, das ist ein Unterschied. Vorher hieß es, schaut nochmal genau hin, im Vers 21, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Also
Er sollte sich innerhalb der Stadt aufhalten und dort einladen, die Lahmen und die Krüppel. Also Stadt ist in dem Fall das Volk, Israel. Da hat er eingeladen, aus dem den gläubigen Israel, aus dem gläubigen Überrest hat er eingeladen. Und jetzt aber geht die Einladung noch weiter. Das ist der gläubige Überrest Israels wird gerettet werden, aber es wird noch weitergehen. Geh auf die Wege, geh außerhalb der Stadt. Ja, das kann man auch mit Handelsstraßen übersetzen. Das ist das Synonym für die Nationen. Die Einladung des Evangeliums gilt nicht nur Israel, die Einladung gilt der ganzen Welt. Ja, der Ruf des Evangeliums geht als erstes an Israel. Ja, das Evangelium, Römer 1, Vers 16, dessen Paulus sich nicht schämt, ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl den Juden zuerst, als auch den Griechen, also als auch den Nationen. Den Juden ist es zuerst, denn das erklärt er in Kapitel 9, ihnen ist die Sohnschaft, ihnen ist die Herrlichkeit, ihnen sind die Bündnisse, ihnen ist die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißung, die Väter und dem Fleisch nach auch Christus. Christus war ein Jude. Und deswegen gilt das Evangelium als erstes, er ging als erstes, sendet den Knecht als erstes in die Stadt, als erstes dem Volk Israel. Aber das war nicht genug. Es gab immer noch Platz und deswegen wendet sich der Knecht, deswegen wendet sich Christus den Nationen zu. Und das ist eine Prophetie, die gab es auch schon im Alten Testament. Ich lese euch Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an das Ende der Erden. Das war Jesaja 49, Vers 6. In dem Gleichnis wurde die Verwerfung der Einladung durch die Geladenen denen zum Segen, die als Außenstehende an den Straßen und Zäunen waren. Dass Israel diese Einladung verworfen hat, als der Herr Jesus leibhaftig vor 2000 Jahren sein Volk besucht hat, ist dir und mir zum Heil geworden. Wir gehören nicht zu Israel. Aber der Segen wurde ausgeweitet. Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, da diskutiert er weiter Israel in diesem Abschnitt im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Nein, auf keinen Fall, sondern durch diesen Fall, durch diese Ablehnung Israels, das ist den Nationen zum Heil geworden, um Israel letztendlich zur Eifersucht zu reizen. War eigentlich, finde ich, nicht so schwer, das Gleichnis zu verstehen, wenn man es gut in seinem Kontext einordnet. Der Herr Jesus befindet sich nicht irgendwo, sondern bei Pharisäern, unter Wölfen, unter Feinden. Die versuchen ihn, er widersteht ihnen. Er zeigt ihnen ihre Selbstgerechtigkeit auf und der eine Kerl, der setzt noch einen oben drauf, er will sich nicht das Maul stopfen lassen und sagt, glückselig sind die, die bei der Auferstehung der Gerechten mitessen werden und meint damit alle die, die hier am Tisch sitzen. Und dann kommt der Herr Jesus zu diesem Gleichnis und sagt, ihr seid die, die auf eine absurde Weise diese Einladung ablehnen. Wisst ihr, warum so absurd? Weil ihr auf eure eigene Gerechtigkeit vertraut. Das ist eine Katastrophe. Ich komme jetzt und ihr, das ist sowieso absurd, weil ihr seid die Schriftgelehrten. Ihr kennt Vaters Buch, teilweise sogar auswendig. Wenn es überhaupt jemanden in Israel gab zu der Zeit, dann waren es die Pharisäer, die den Herrn Jesus erkennen sollten, sein Kommen. Und das Volk einladen sollten zu diesem Gastmahl, Mitarbeiter sein sollten. Und sie wurden zu den ärgsten Feinden. Absurd, völlig absurd, weil sie kannten die Schrift in- und auswendig. Das Volk war teilweise sehr unbelehrt. Aber die unbelehrt waren, die Armen und die Krüppel, das, was nichts zählte, die hatten oft Einsicht. Ich habe nicht, was es braucht, um bei diesem Ehrenmal in der Auferstehung dabei zu sein. Und das war ihre Qualifikation, um dabei zu sein. Und das genügte nicht nur, der Herr Jesus schickt noch weiter. Und das ist unsere Jetztzeit. Heute schickt der Herr Jesus weiter und sagt, auch du bist eingeladen. Kommt zu diesem Gastmahl, ja, frei, ja, kauft, ohne zu bezahlen, esst und trinkt Brot und Wein, denn er hat den Preis dafür bezahlt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Vers und das ist der Dreh- und Angelpunkt für die Auslegung, die jetzt folgt. Der Herr Jesus spricht im Vers 24, denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer,
die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Beim flüchtigen Lesen werden wir vielleicht denken, oh ja, das ist jetzt noch Teil von dem Gleichnis, oder? Das ist so die Vollendung von dem Gleichnis. In gewisser Hinsicht ja und doch nein. Denn diese Redewendung, ich sage euch, die kommt nicht nur hier in Lukas 14 vor, die kommt allein im Lukasevangelium 14 Mal vor und leitet bei Gleichnissen immer die Auslegung ein. Also hier ist ein Bruch, hier ist es eigentlich offiziell das Ende des Gleichnisses erreicht und jetzt kommt die Auslegung vom Herrn Jesus. Denn ich sage euch, und dass es sich hier um eine Auslegung handelt, das seht ihr auch bei dem Vers, bei dem Ausspruch selbst. Lest nochmal bitte sehr aufmerksam, da steht, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, damit bezieht er sich auf das Gleichnis, und jetzt kommt das entscheidende Wort, mein Gastmahl. Fällt euch das auf? Er ist nicht mehr im Gleichnis, er wendet jetzt das Gleichnis an. Er bringt jetzt die Brücke, die für die Pharisäer glasklar war, von Anfang an, weil der eine Pharisäer hat ja schon gesagt, glückselig, die bei der Auferstehung der Gerechten mit essen werden. Das war den Kontext war denen, uns vielleicht nicht so sehr, dass es um die Auferstehung geht, ja, ob du beim Herrn oder nicht beim Herrn sein wirst. Den Pharisäern war das ganz klar, nur die litten halt an dieser maßlosen Selbstüberschätzung, dass sie sich nicht erkannten, dass sie nicht dabei sein werden. Und der Herr Jesus muss ihnen diese Absurdität vor Augen halten. Und deswegen wählt er absolut absurde Beispiele. Ja, zur Hochzeit oder Entschuldigung, zu einem großen Gastmahl eingeladen zu sein und dann zu sagen, oh, ich habe gerade einen Deal gemacht, habe gerade was gekauft und jetzt muss ich es doch nochmal besehen. Es ist absurd zu sagen, ich habe es, was es braucht, um vor einem Heiligen über Sünde jeden Tag zornigen Gott bestehen zu können und sich nicht auf Christus zu werfen und diesen Christus abzulehnen, das ist absurd. Und das wollte er ihnen zeigen. Genauso das Beispiel mit dem Ochsen und genauso dumm diese Ausrede, ich hätte was Besseres zu tun. Es ist absurd, genauso absurd wie zu sagen, ich habe es, was es braucht, um tatsächlich bei diesem Gastmahl dabei zu sein. Dieser Vers, ihr Lieben, in Vers 24 ist an Dringlichkeit und an Schärfe kaum zu überbieten. Versteht ihr das? Der Herr Jesus lässt sich nicht einschüchtern von dieser Situation, da ist der Oberste der Pharisäer und seine ganzen Pharisäerkollegen, sondern er geht direkt in die Gegenrichtung und sagt ihnen, ihr Lieben, ihr täuscht euch gewaltig, ihr werdet nicht dabei sein. Das ist mutig. Das ist sehr mutig, wie der Herr Jesus hier, das wird nachher die Anwendung sein, wie der Herr Jesus hier evangelisiert. Ja, er spricht eine sehr, sehr ernste Warnung an diese Teilnehmer dieses Gastmahls aus. Niemand wird mein Gastmahl schmecken, da sie sich weigerten, das Opfer, das der Vater für ihre Schuld in diese Welt sandte und das ihnen und allein Vergebung der Schuld und Gerechtigkeit und Rechtfertigung am Vater schenken konnte, dass sie dieses Opfer, dieses Angebot in ihrer Selbstgerechtigkeit ablehnten. Und ihr wisst das, mit ganz wenigen Ausnahmen hat die ganze Elite, die ganze herrschende Klasse Israels, den Herrn Jesus abgelehnt. Spontan fällt mir Nikodemus ein und Paulus als ein sehr prominentes Beispiel. Er war ganz oben, ja, top-notch. Aber ansonsten ist es 1. Korinther 1, das Ende. Das, was nichts zählt, das ist erwählt. Und das kam dann von Israel und das kommt auch heute. Ja, deswegen sitzen so viele Kadetten in der Gemeinde, deswegen gibt es so viele Streitigkeiten in der Gemeinde. Ja, das sind alles die Niedrigen. Das, was nichts zählt, so viel Durcheinander, das ist der Normalzustand. Schafe stinken immer, aber das ist nicht das Thema. Ja. Kommen wir noch für die letzte Zeit zur Anwendung dieses Gleichnisses. Und ich habe nur zwei ganz einfache, offensichtliche Anwendungen. Die erste, Selbstgerechtigkeit. Der Glaube an die eigene Gerechtigkeit hat fatale Folgen. Fatal. Und das Wort fatal heißt tödlich. Richtig? Hat tödliche... Unausweichlich. Okay. Dann ist das unausweichlich. Ja, unausweichliche Folgen, denn die Folgen werden die ewige Gottesferne sein. Nicht nur das jüdische Volk, sondern jeder, der die Einladung Gottes in Jesus Christus ablehnt, für den gibt es keine
Alternative. Und das macht der Herr Jesus hier unmissverständlich klar. Keiner, der den Herrn Jesus ablegt, wird die Segnungen schmecken, um die es ja hier geht, bei diesem großen Gastmahl in der Auferstehung, bei dem Vater, die der Vater denen bereitet hat, die seinen Sohn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat und es keinem Menschenherz gekommen ist, ist unvorstellbar, dass der Sohn Gottes, der Schöpfer selber, in die Schöpfung kommt, um für die Geschöpfe, die ihm ins Gesicht gespuckt haben und ihren eigenen Weg und ihre eigene Verherrlichung gesucht haben, sein Leben zu geben. Um sich selbst zu zeigen, wie gnädig er ist, um eine Gelegenheit zu haben, das Wesen Gottes voll zur Schau zu stellen. Das ist undenkbar gewesen, dass du bei so einem Mahl dabei sein solltest und ich. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Was die Juden damals und so viele Menschen auch heute gehindert hat, dieses Angebot der Gnade durch den stellvertretenden Tod des Sohnes Gottes anzunehmen, war ihre Selbstgerechtigkeit. Was ist denn Selbstgerechtigkeit? Selbstgerechtigkeit ist der Glaube an die eigene Stärke, ist das Vertrauen an das eigene Vermögen, sich bei Gott tatsächlich wohlgefällig darzustellen, sich selbst aus eigener Kraft einen gnädigen Gott stimmen zu können. Das ist Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit bedeutet, dass man dieser Täuschung erliegt, Gott aus eigener Kraft wohlgefällig zu sein. Selbstgerechtigkeit basiert auf einer groben Unkenntnis der wahren Größe und der wahren Heiligkeit des Schöpfergottes, des Gottes der Bibel. Ja, das ist eine grobe Unkenntnis. Selbstgerechtigkeit stellt einen Angriff auf die Herrlichkeit Gottes dar. Ist uns das klar? Wenn wir auch nur Züge von Gedanken zulassen, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Das ist ein Angriff auf seine Herrlichkeit. Und es ist ein Angriff aufs Evangelium. Weil wenn wir sagen, egal wer das sagt, ja, ich glaube kaum, dass jemand sich hier im Raum befindet, der an seine eigene Gerechtigkeit glaubt, aber vielleicht hört später jemand diese Predigt und es wird ihm zum Segen. Wenn du glaubst, dass deine Gerechtigkeit ausreicht, ich habe ja nie jemanden umgebracht, ich habe nie einen großen Betrug begangen, keinen Raub, ja, ich versuche mich immer gut da zu verhalten. Ja, ich habe doch eigentlich nichts Schönes gemacht und eigentlich muss der Herr mir auf die Schulter klopfen, wenn ich eines Tages bei ihm ankomme. Dann frage ich dich heute, warum ist Jesus Christus dann gestorben? Erklär mir das. Warum musste dann der Sohn Gottes, Gott selbst, in den Tod gehen, wenn du glaubst, dass du es alleine schaffst? Selbstgerechtigkeit hat unausweichliche, fatale, tödliche Folgen. Ja? Denn eines Tages wirst du in deiner Selbstgerechtigkeit dann nicht einem gnädigen Erlöser, sondern einem souveränen Richter gegenüberstehen. Und auf 1000 Fragen wirst du keine einzige Antwort geben können. Und du wirst selber einsehen müssen, aber dann ist es zu spät, dass er im Recht ist und du im Unrecht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Nur durch Glauben. Nur durch Gnade. Ja, wie es auch Römer 10 sagt, das Heil ist uns so nah. Wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, ich denke, das ist auch einer der sehr falsch verstandenen Verse. Paulus wollte einfach nur sagen, ohne Aufwand, ohne Leistung, mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben. Das wird dir zur Gerechtigkeit. Alles andere, was darüber hinausgeht, ist Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit hat fatale Folgen. Kann im wahren Sinne des Wortes tödlich sein. Unsere Gesellschaft hat die Gesundheit, das muss ich jetzt, müsst ihr mir einfach mal erlauben, obwohl ich sehr viel Respekt vor Corona habe als Selbstgenesener, aber unsere Gesellschaft hat die irdische Gesundheit zum höchsten Maß der Dinge erhoben. Ja, Rauchen ist tödlich. Das ist nur der irdische Tod und den wird jeder von uns ereilen. Ja, diese Diagnose hat jedes Neugeborene, so traurig wie das ist. Ob es 20, 50, 70, 80 Jahre sind. Aber der ewige Tod, das ist ungleich schlimmer, ja, als der irdische Tod. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, Glaubensgehorsam, Römer 1 und Römer 16. Das Evangelium ist uns zum Glaubensgehorsam verordnet. Das ist der einzige Gehorsam, ja, der wirklich zum Leben führt.
der wird das Leben nicht sehen, Johannes 3, Vers 36, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dem Sohn gehorchen heißt nicht, sich durch gute Werke sein eigenes Heil verdienen. Dem Sohn gehorchen bedeutet, ihm und seiner Botschaft Gehorsam leisten und im Glauben darauf sein Vertrauen zu setzen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die sich mächtig anstrengen, Gott wohlgefällig zu sein, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Ja, jetzt müssten eigentlich die Tomaten und die Eier fliegen. Ja, das war ketzerisch. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Es gibt nichts zu tun. Und alles, was du glaubst, was du leisten könntest, um für dein Heil zu garantieren, ist absolut absurd. Genauso wie die Absurdität dieser Eingeladenen. Diese Ausreden sind absolut nichtig. Und jetzt musst du diese Absurdität erkennen. Und es gibt unzählige Menschen um uns herum, die genau diese Botschaft glauben. Ich bin doch eigentlich nicht so schlimm. Die schlagen jeden Tag die Tageszeitung auf, schauen sich die Morde an, selbst in Fulda jetzt jüngst, echt schlimm, tragisch. Ja, ich denke an diese Ärztin, ich habe das ein bisschen verfolgt und ich fand das so schlimm, weil es obendrein noch eine Ärztin war. Und da rebelliert der ganze Gerechtigkeitssinn. Und gleichzeitig bist du versucht, dir so leicht auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, so schlimm bin ich ja nun nicht. Ja, dass ich dieser unschuldigen Frau nach dem Nachtdienst noch ein Messer in den Hals ramme. Deswegen wird ständig das Übel in den Tageszeitungen, in den Nachrichten verbreitet, damit wir uns messen können und uns auf die Schulter klopfen können und unserer Selbstgerechtigkeit in dieser Gesellschaft frönen können. So schlimm ist es ja nicht. Es ist schlimm, ganz schlimm, es ist tödlich, wenn du auf deine eigene Gerechtigkeit vertraust. Und die zweite Anwendung, und die ist auch sehr offensichtlich und sehr einfach, und die gilt jetzt wirklich uns. Der Herr Jesus hat die Elite, diese selbstgerechten Männer, mutig konfrontiert. Aus welchem Grund? Weil er auch sie geliebt hat. Die Art und Weise, wie viele heute evangelisieren, kann dem Herrn Jesus Christus nicht wohlgefällig sein. Wie wir manchmal das Evangelium verbiegen und verwässern und verweichlichen, gib Jesus eine Chance. Ja, und komm zu Jesus. Es ist nicht nur eine Katastrophe, es ist auch extrem lieblos, wenn die Ernsthaftigkeit der Lage in Evangelisationen nicht deutlich gemacht wird. Wir haben dem Herrn Jesus keine Chance zu geben. Wir sind bereits unter Gericht. Alle sind bereits unter Gericht, die noch an ihre eigene Gerechtigkeit glauben. Das ist eine völlige Verkehrung der Realität. Und warum machen wir das? Weil wir so menschenfürchtig sind. Und wir sind so menschenfürchtig, weil wir uns selbst so lieben. Wir wollen ihnen nicht direkt die Wahrheit sagen, wie es das Wort macht. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr den kurzen Exkurs verstehen könnt, ich habe lange Zeit Schwierigkeiten gehabt, Jüngerschaft zu verstehen. Weil ich immer dachte, puh, Jüngerschaft gibt es ja dem Wort. Das sind alles diese Kurse und alles, was die da erzählen. Aber ich habe das nie im Wort gesehen. Jüngerschaft wird so gemacht, wie man es im Wort sieht. Versteht ihr? Wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, das ist Jüngerschaft. Er hat das Leben mit ihnen geteilt und er hat jede Gelegenheit ausgenutzt, um die geistlich zu interpretieren. Und genau das Gleiche gilt auch für Evangelisation. Wir müssen uns nicht ausdenken, wie wir die Menschen irgendwie zu erreichen haben. Das ist Evangelisation. Was der Herr Jesus hier gerade tut, dieser Umgang mit ihnen, ist Evangelisation. Und diese harte Konfrontation ist nicht lieblos. Das Gegenteil davon ist lieblos. Wenn jemand wirklich eine infauste Diagnose hat, also dem Tod geweiht ist, und ich sage es ihm nicht, dass das Mittel ist, was ihm helfen könnte, das ist lieblos. Und genau das machen wir in der Evangelisation, wenn wir so rumschwurbeln und nicht auch mal konfrontieren. Und zwar, wenn jemand an Selbstgerechtigkeit glaubt. Ich brauche euch jetzt das Beispiel nicht nennen und ich will es auch nicht nennen, weil ihr das alle gut kennt und derjenige, der vielleicht mal das Beispiel dann hört, kennt es dann auch. Aber ich habe jemanden, ja, der ständig mir, wenn wir von den geistlichen Dingen in meinem Leben reden, immer wieder sagt, also wenn ich mal da oben ankomme, und das ist nicht mehr lange aufgrund seines Alters, dann muss mir der Herr den Zugang zu seinem Reich geben, weil ich habe nie was Böses getan, ich habe mich so angestrengt. Ihr Lieben, dann muss man auch mal ernst werden. Das ist nicht lieblos, das ist liebevoll. Der Herr Jesus war die ganze Zeit liebevoll. Ich hoffe, ihr lest nochmal in der Stille ab Vers 1. Ja, er gibt ihnen mit den ersten beiden Gleichnissen, gibt er ihnen Gelegenheit, ihre eigene Selbstgerechtigkeit zu erkennen. Versteht ihr das?
Ja, zu den Geladenen sagt er, schaut euch doch mal an. Ihr geht immer gleich an den Anfang von der Tafel, weil ihr glaubt, ihr seid so was Tolles, so was Besonderes. Er gibt ihnen Gelegenheit, ihre Selbstgerechtigkeit zu erkennen. Und dem Einladenden sagt er auch, schau dich doch mal an, was du machst. Du lädst nur deine Buddies ein. Das ist nichts Besonderes. Ja, das ist liebevoll, wie er mit ihnen umgeht. Und das dritte Gleichnis beim gleichen Essen ist genauso liebevoll, aber hart und konfrontativ. Und das müssen wir zusammenbringen, dass Evangelisation auch mal liebevoll hart, liebevoll konfrontativ sein kann, ja sogar sein muss. Denn es geht nicht um, Entschuldigung für das Beispiel, Corona oder Rauchen und das physische Wohlergehen. Es geht um den ewigen Tod und das ewige Leben. Denn so viele ihnen aufnahmen, die ihn aufnahmen, im Glauben aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die nicht ausgeblüht, also auf ihre Abstammung vertrauten, wie teilweise die Israeliten, und auch die nicht aus dem Willen des Fleisches, Selbstgerechtigkeit, eigene Anstrengung, und auch nicht aus dem Willen des Fleisches ist ein Hinweis auf, dass andere für dich was geleistet haben, und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben und so aus Gott geboren werden. Und das wünsche ich uns, dass wir uns da ermahnen lassen, tatsächlich in der Evangelisation auch Selbstgerechtigkeit, wenn wir die bemerken, und das ist ja bei jeder Religion so, jede Religion baut Systeme auf, die es dann zu erfüllen gilt, um sich den Weg selbst in den Himmel zu bahnen. Wir müssen in der Lage sein, aus Liebe Selbstgerechtigkeit zu konfrontieren, auf die Art und Weise, mit der Weisheit und der Liebe, wie es der Herr Jesus getan hat, auf dass viele gerettet werden, ihm zur Ehre. Und viele Krüppel und Lahme und die von den Gassen und Straßen bei diesem großen Mal in der Auferstehung dabei sein werden. Amen. Amen. Dann lasst uns noch beten. Wir können gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Weisheit, die wir im Umgang mit diesen Männern, die du auch als Wölfe und Schlangenbrut und Otterngezücht bezeichnen musstest. Wir danken dir für diese Weisheit und auch für deine Liebe, wie du mit ihnen umgegangen bist, wie du ihnen wirklich liebevoll in diesen ersten beiden Gleichnissen den Spiegel vor ihr eigenes Herz gehalten hast, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre eigene Selbstgerechtigkeit zu erkennen, um so den Weg zum Leben zu ergreifen, der vor ihnen saß, der zu ihnen geredet hat. Ich bitte dich für jeden hier im Raum, der das noch nicht erfasst hat, der immer noch irgendwie auf sich selbst vertraut, dass du ihm diese Gnade schenkst, dass er sich von seiner eigenen Gerechtigkeit abwendet und deine Gerechtigkeit einfach im Glauben aus Gnade in Anspruch nimmt. Das sagt, jawohl, dein Werk am Kreuz von Golgatha soll für mich gelten und ich bin versöhnt, allein durch den Glauben an das, was du für mich geleistet hast. Denn du bist Gott und der Gott Mensch, der sein Leben auch für mich gegeben hat. Und jetzt darf ich Ruhe haben und Heil haben von eigener Anstrengung und darf fröhlich wirklich diesem Mahl bei der Auferstehung entgegengehen. Und ich bitte dich auch für uns, dass du uns mutig sein lässt, dass du uns hilfst, diese Menschenfurcht zu überwinden, dass wir verstehen, dass es nicht lieblos, sondern liebevoll ist, Selbstgerechtigkeit mutig zu konfrontieren, weil es um ewiges Leben und ewigen Tod und deine Ehre und dein Werk geht und dein Reich. Hilf uns dazu, lass uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sein. Dir zur Ehre. Amen.